Ohne Kameras wäre er in 2 Tagen schon fremdgegangen. Dass ich gleich bumsen muss. Scheiße, Armenakko. Sie ist einfach von Natur aus daueraggressiv. Ja. Stück Dreck, Alter. Sie beleidigt und schreit. Okay, bevor wir starten, hier ein paar Fotos, denn mich hat gestern ein süßer kleiner Fratz besucht. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich finde ihn einfach total, total knuffig. Servus Leute und hiermit herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 von Temptation Island VIP, Very Instagrammy People, irgendwo in Portugal, glaube ich. Ja, heute gibt es die erste kranke Folge. Es wird schon beleidigt, es wird ausgerastet, es wird Party gemacht, es gibt von allem ein bisschen. Deswegen würde ich jetzt sagen, viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Letztes Mal bei Temptation Island VIP. Genieße es einfach. I love you. I love you too, baby. Es triggert dich schon, dass ich hier bin. Ja, fremde Popos schmecken diesen Fremdgeh-Personen immer viel besser als die eigenen und die bekommen sie heute auch. Ja, ich knack dich noch. Dein Bestes. Ich weiß auch, wenn er Alkohol trinkt, dass er ein bisschen die Kontrolle verliert. Hauptsache, es sind nicht meine Probleme. Oh ja, aber nicht nur Gigi trinkt sehr, sehr viel, sondern auch andere Personen und dann ziehen sie wiederum andere Personen mit sich mit. Der erste Partyabend ist noch in vollem Gange. Die sind offen, die haben Bock. Die Sandra zum Beispiel war sehr gut dabei. Hast du schon mal deine Bitch zu deiner eigenen Musik gefickt? Die Musikauswahl, die ist schon ziemlich passend zu dem Format und die Sandra, sie braucht schon am ersten Abend sehr viel Körperkontakt. Ich versuche so, das hier zu genießen. Mit Musik und ein bisschen reden und die Männer sind alle so interessiert und machen so Drinks und ja. Sandra ist schon hart mein Crush. Und wenn sie weiterhin fleißig Getränke in sich reinkippt, dann könnte es schon bald im Bettchen bimmeln, ne Flocke? Ich bin nicht dumm, ich bin intelligent. Na, ich hoff's doch. Manchmal, ab und zu, wenn ich nicht getrunken habe. Das habe ich leider auch befürchtet. Zusammen Mario Kart spielen. Ich finde dich sehr attraktiv, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch einen kleinen Crush auf dich, aber ich liebe auch Tommy. Er ist ein cooler Typ, ich verstehe das zu 100%, wirklich. Mit diesem Temptation Island Fremdgeh-Konzept im Hinterkopf klingt es irgendwie so, wir treffen uns alle drei zum Kartspielen, aber dann gehen wir aufs Klo und gehen fremd. Und wenn Tommy will, kann er noch mit dazukommen und dann ist es ein Dreier. Danke, bis morgen. Kennst du das? Du hast das Gefühl, du hast mit jemandem so eine Connection? Aber geht nicht? Kennst du das? Ja, kenn ich. Ja, das habe ich bei dir. Das fängt mich jetzt schon an. Mies, ne? Was jetzt schon auffällt, ist, dass beide Verführergruppen wirklich auf emotionale Bindung setzen, anstatt einfach nur das Baguette in den Ofen zu schieben. Er will dir was beweisen. Ja, es ist extrem befreiend, mal darüber zu reden, was die Probleme in der Beziehung sind, mal mit Menschen darüber zu reden, die nicht eben tagtäglich mit involviert sind. Aber Michelle redet doch in jedem Format über diese kaputte Beziehung. Heuli, heuli, jetzt ist die Beziehung schlecht, jetzt ist sie wieder gut, jetzt hasst sie ihn, jetzt liebt sie ihn, jetzt will sie ihn töten, jetzt will sie ihn heiraten. Jedes Mal dasselbe. Ich habe Gigi auf Instagram blockiert. Echt? Ja, weil ich seine Storys nicht sehen kann. Weil egal, was er postet, ich fuck mich so drüber ab. Ich kann von 0 auf 180 gehen. Ich raste komplett aus. Ja, das ist ja auch nicht falsch. Oh doch, da ist was gewaltig falsch, weil beide dieses Konzept als Beziehung ansehen. Wenn wir mal vergessen, dass das Ganze wahrscheinlich eh gefaked ist. Aber gut, wir müssen ja hier jetzt einfach mal glauben, das Ganze sei echt. Bla bla bla. Bin aber auch der Meinung, dass das hier nach beendet wird bei denen. Also das kann ich jetzt schon sagen. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Das wird schon. Uff, ja, das denke ich mir auch, weil sie liegt jetzt schon in seinen Armen und sie hat jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Dann warten wir nur drauf, bis sie die ersten Bilder von ihm bekommt. Ich sehe auf jeden Fall große Probleme bei der Sandra. Wir haben da so ein bisschen gekuschelt. Das war der erste Abend, ne? Da muss man natürlich auch noch ein bisschen Zurückhaltung bewahren. Am ersten Abend muss definitiv auch Gigi noch Zurückhaltung bewahren. Er darf seine Lieblingsperson leider noch nicht ausziehen und mit ins Bett nehmen. Wie schade. Schlafen wir. Hey, bitte. Gute Nacht, ja. Gute Nacht. Ich bin mir sicher, die beiden werden noch heiraten. Und kann mir wer erklären, ob Alex da irgendwas Bestimmtes absegnet? Oder ob das eine ganz normale Kreuzigung ist? Ich bin erstmal total erschrocken. Ich bin erschrocken, dass Sandra wirklich dieses Kettending von Tommy umhat, mit dem großen Foto. Klar sind die alle auf ihre Art und Weise, ne? Vielleicht für einen anderen Typen gut. Ja, aber die einen oder anderen Typen sind ja gerade auch in der Villa mit den Single-Damen. Und diese Damen haben auch schon ein bisschen was zu erzählen. Alleine wie Gigi sich jetzt schon in der ersten Nacht gibt einfach. Es tut mir sehr leid für seine Freundin, aber...
Ich glaube, er wird es nicht überstehen. Er kann ihm was sehen vielleicht. Aber das, was die Verführerin sagt, ist doch ein Bluff. Ich meine, klar, Gigi hat gesoffen wie Onkel Donald am Oktoberfest, aber er hat doch nichts gemacht bisher. Oder es wurde nicht gezeigt. Kann auch sein. Du wärst unter den Top 3, okay? Aber mehr sage ich jetzt nicht. Es knistert. Eins weiß ich, Alex steht nicht auf Frauen wie die. Auf Frauen wie die? Ich will nicht wissen, was sie damit meint, aber sie ist auf jeden Fall nicht so sehr aufgespritzt wie sie. Sehr. Wie der sich freut. Er schreibt mir seit 2 Jahren. Wen meint die jetzt? Das ist keine Ahnung, was er mir für Sprachnachrichten geschickt hat. Das bleibt natürlich ein Geheimnis und strategisch ist der Clip echt gut platziert, weil jetzt alle 4 Frauen denken, dass vielleicht über ihren Mann gesprochen wird. Und so schieben jetzt alle Panik. Michelle, Mensch. Hey, hast du gesehen, wie ekelhaft die ist? Also Alex hat mit der 100% nicht geschrieben. Das ist jemand anderes gewesen. Ja, diese fremde Frau, die sie nur vom Aussehen kennt, ist ekelhaft, aber sie selber ist nicht ekelhaft. Und ich sehe halt einfach keinen Unterschied, aber okay. Ist er für mich armselig dann. Aurelio schreibt solche Sachen nicht. Der schreibt höchstens nur, hast du Bock auf Sex und fertig. Wenn er da jetzt was machen würde, ohne das vorher mit mir abzuklären. Ach ja, Aurelia, eigentlich mit einem primitiven Einzeiler unterwegs, aber jetzt bei dieser Dame hat er anscheinend seiner Partnerin doch nicht erzählt, dass er ein kleiner Fremdvögler ist. Bist du verliebt? Oder ist das einfach diese Anziehung? Was heißt verliebt? Also verliebt ist man ja am Anfang von der Beziehung so. Ja. Ja, jetzt ist sie halt vielleicht nur noch verliebt in das ganze Geld, das diese Formate mit Gigi einspielen. Die Chance, dass wir zusammenkommen, ist sehr hoch, so, weißt, dann trotzdem rumzuholen, was ist das? Und ich muss es akzeptieren. Und wenn ich das aber machen würde, dann würde mir den Arsch nicht mehr anschauen. Aber das ist doch die Lösung. Das ist ja die Lösung aller Probleme dieser Welt. Sie muss einfach fremdgehen, dann ist er nicht mehr an ihr interessiert und dann ist einfach Ruhe im Haus. Dann gibt's diese ganze Gigi-Michelle-Dingsbums nicht mehr. Weil sein Stolz so riesengroß und er ist ja Süditaliener und das geht auf gar keinen Fall. Und die Frau muss Jungfrau sein und bla bla bla. Eins zu eins an der Aussage immer. Ich bin King, ich bin Gigi, ich bin King, ich bin Gigi. Deswegen, ich darf alles, ich kann alles. Alle lieben mich, immer, ich bin witzig. Ach du Jemine. Anstrengende Fremdgeh-Persönlichkeiten, aber der kleine Fremdgefurz Gigiolino, der hat natürlich sein eigenes Denken, seine eigenen Ansichten. Club oder ich, Club oder ich, Club oder... Nur weil ich Club gehe, heißt nicht, dass ich gleich bumsen muss. Nicht? Also ich dachte, das ist Gigis Liebeskonzept. Und jetzt willst du hier beweisen? Dass ich auch mal zum Bäcker alleine gehen darf. Oh, dass sie denkt, ich bumps die Bäckerfrau. Gigi, der Kleine, der weiß, wer wo wie wann fremdgelegt wird. Flachgelegt wird, fremdgelegt. Sie hat ihre Gründe, auf jeden Fall. Sehr toxisch, leider. Ist eigentlich ein schönes Paar, aber ich denke, das geht so in die Psyche bei den beiden, dass ich... Es wäre besser, wenn die getrennte Wege gehen. Ich weiß nicht, würdet ihr die Beziehung von Gigi und Michelle, wenn sie echt wäre, als toxisch einstufen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ich bin mir sicher, dass Gigi einfach eine offene Beziehung braucht, wo er nicht fremdgehen kann. Also Stand jetzt genieße ich das noch, alleine zu sein. Ich freue mich einfach auf eine geile Zeit, vielleicht coole Dates und einfach auf eine geile Zeit. Deswegen finde ich das Experiment geil, so, weil mit der Entfernung wächst die Liebe. Das könnte die Liebe wieder auffrischen. Oh yeah, das Experiment findet er geil, um die Liebe ein bisschen aufzufrischen. Aber wenn er das schon nach 2 Jahren machen muss, dann muss er das in Zukunft noch sehr oft machen. Obwohl, naja, sie werden sich hier trennen, also naja, dann doch nicht. Und die mit meinem Freund geredet hat, das ist ein Stück Dreck, Alter. Dreck unter meinen Schuhen. Nein, die einzigen Personen, die selber ein Stück Dreck sind, sind die, die andere Leute sinnlos beleidigen, obwohl sie die Personen nicht mal kennen. Hey, we want some booty. Man fühlt sich leicht angetrunken. Aber auch nur ganz leicht. Deswegen wurden 2 Wochen vor dem Dreh schon alle Alkoholvorräte Portugals in diese Villen geliefert. Die Sonne geht unter und die Party geht weiter. Bei den vergebenen Männern keine Spur von Erschöpfung. Prost, Salute. Musik etwas leiser, bitte. Ich bin echt zu alt, glaube ich. Da trifft jetzt schon zu, was ich damals im Vorstellungsvideo befürchtet habe. Er ist einfach nicht wirklich dabei, richtig Party zu machen. Es müsste eine junge Bumsgranate sein und nicht ein älterer Herr, der sich zu alt fühlt. Ey, du Opa, ey, geh schlafen. Ja, Wahrheit oder Pflicht, dann fang mal an. Mit wie vielen hattest du Schätze verkackt? Nein, ich darf das. Der Opa trinkt also, statt die Wahrheit zu sagen. Und die nächste Kandidatin, sie ist mindestens genauso motiviert wie der Opi. Okay, Pflicht. Okay, Pflicht. Gigi will ein Lapdance. Oh! Oh!
Ist toll. Ja, und wie man sieht, ist es auch ganz unauffällig, wie Gigi versucht, auf den Po zu schauen, ohne auf den Po zu schauen, damit Michelle es nicht sieht. Aber man sieht doch auch mittlerweile, wie sein Kopf glüht, weil er einfach so geil ist. Okay, ich mach 2 Moves. Wie ein kleines Vibrator in mir. Vom menschlichen Schwertfisch zum menschlichen Vibrator, ich glaube, ihn hat ein Zitteraal gestochen. Und die Frau denkt sich, oh mein Gott, ich kann voll bei ihm kommen, wenn ich Sex mit ihm hab. Und du Zitter. Ja. Also, ich weiß ja, also ich bin ja selten sprachlos, aber... 30 Sekunden twerken. Unangenehm, aber... Joanna, Joanna, Joanna. Unangenehm, aber trotzdem geil für den Typen, der sich's gewünscht hat. Er grinst sich nämlich einen vom Acker und inhaliert den Alkohol mittlerweile, statt ihn zu trinken. Nach einem entspannten Abend ist es Zeit fürs Bett. Ja, soll ich jetzt als einzige Frau hier sitzen, wie so eine Furt? Guck mal, ich hab gesagt, in sein Zimmer ist No-Go. Ja, ein No-Go sind eigentlich auch Beleidigungen, aber ihr wurde das leider nie beigebracht und sie ist einfach von Natur aus daueraggressiv. Sie beleidigt und schreit und ist einfach... Ich verstehe mich mit allen Männern super, sind gar nicht aufdringlich, also die machen uns auch gar nicht so extrem an, wie höchstwahrscheinlich in der Frauenvilla, wie die, also bei den Männern. Und genau das ist ja auch der Plan, denn aufdringlich sein wird bei den Frauen nicht funktionieren, sondern einfach nur ganz langsam auf die emotionale Schiene schieben und dann irgendwann fremdgehen. Ich verliere mein Gesicht. Gina, also machst du nichts? Nein. Ah, okay. Merken wir uns mal. Oh. Eine Frau, ein Wort. Botox. Ein neuer Tag bei Temptation Island VIP bricht an. Genau so, perfekt. Genau so. Schön, ne? Wenn einer so viele Muskeln hat, macht es ja auch dann Spaß, mit demjenigen zu trainieren. Na, erstmal hier. Seitdem natürlich. Sandra ist anscheinend schon ein klein wenig verknallt in die gut gebaute Schnitte. Und Gigi, der gabelt auch gerne mal ein paar Eier auf. Rührei? Ja. Okay. Oder den Augen. Hey. Ja. Schon cooles Mädchen. Auch körperlich ganz gut. Also Gesamtpaket. Gesamtpaket. Das bedeutet wieder mal von oben bis unten eine geile Nummer und Gigi weiß auch, wie er das von ihr bekommt, was er möchte. Und zwar eine Bettgeschichte. Ist mir automatisch, dass ich jemand ab und zu sexgeil angucke. So, sexgeil? Also diesen Pornoblick. Ja, ja, diesen Pornoblick. Gigi mit dem sexgeilen Pornoblick. Ja, damit bekommt er jeder ins Bett. Aber solange nur Augen sind und Gedanken, ist ja alles gut. Gigi, schön wär's, ist aber nicht so. Für sie geht es heute auf ihr erstes Gruppendate. Wir durften jetzt endlich mal aus der Villa raus, ne, zu unserem Date. Endlich ist es soweit. Am Hafen, um was Leckeres zu trinken, oder? Getränke sind natürlich immer am Start, so viel wie die Kandidaten wollen, aber sonst war das Date langweilig. Deswegen gibt's jetzt die nächste. Jetzt gehen wir in die Villa und dann machen wir weiter Party. Ja, es gibt die nächste Party. Tommy, muss ich auch sagen. So, bla, wir machen einen Fehler. Also, du weißt ja immer dieses, wie eine uns berührt. Oder Tommy, der haut leer ab. Hör auf mit den Fingern, Freier. Also will Gigi, dass sie sich noch mehr berühren lassen von den Frauen, damit das Ganze ein bisschen authentischer rüberkommt. Weil Berührungen, das mag Gigi. Das Problem ist, was ich bemerkt habe. Gigi, wenn die Kamera ist nicht da, du wirst nicht abgehauen. Du bist nicht du, meinst du? Ja, das will ich gerade, das check ich gerade. Das heißt, ohne Kameras wäre er in 2 Tagen schon fremdgegangen. Am ersten Tag hätte er sich nur berühren lassen, am zweiten Tag dann hätte er schon reingelümmelt. Okay. Dann ist das nicht der Sinn dieses Experiments. Das ist nicht der Sinn. Ja. Ich hab's gecheckt. Boah, ich würde auch die ganzen Menschen enttäuschen. Alter, ich muss ich sein. Ich will mich nicht verstellen. Ich will ich sein, sagt er. Also ich glaube, Gigi ist einfach schon am zweiten Tag so notgeil, dass er jetzt schon eine Rechtfertigung sucht, beziehungsweise erklärt, dass er sowieso irgendwann fremdgehen wird, weil er ja nicht mehr kann. Die Menschen lieben mich, weil ich immer so dumm bin, wie ich bin, so im guten Sinn. Ich muss ich sein und am Ende Nein sagen können. Das habe ich bemerkt. Also weil er dumm ist, mögen ihn die Menschen und er muss fremdgehen für die Show, weil ihn die Menschen dann erst mögen. Also ist das einfach nur ein Geschäftsmodell, dieses ganze Fremdgebumse. Eine hoffentlich unvergessliche Partynacht. Wir haben alles, was wir brauchen, um uns zu besaufen. I look real good today. Ich glaube, Gigi, der hat sich schon ein bisschen besoffen, so wie der rumtanzt. Oh yeah. Alter, die trinken dort flaschenweise. Ich verstehe das nicht. 2 Wochen dauerbesoffen. Wie funktioniert das menschlich? Heute besoffen wir uns
so sehr, dass wenn wir besauft sind, besaufen wir uns weiter. Ich habe immer diesen Kopf gewickelt, wenn Michelle das sieht, aber das ist der Test. Ja, Gigi weiß halt ganz genau, was er möchte. Er will alle 5 Minuten eine neue Frau und die Christina in der Frauenvilla. Sie möchte alle 5 Minuten einen frischen Drink, weil der letzte ja schon leer ist. Christina ist eine taffe Frau. Scheiße, am Nacken. Christina macht das, was sie will. Dieses Mädel ist doch einfach durch im Kopf. Und schade, ich glaube, ich habe sie nicht mit. Ich muss noch mal nachschauen. Ich glaube, die liegt 2000 Kilometer weiter in Österreich. Meine Brille, dann schaue ich genau aus wie die Christina mit dieser Windschutzscheibe. Ja, Christina hat schon so einiges intus, würde ich sagen. Das ist mir zu blöd hier gerade die ganze Zeit. Bla, 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 bla. Und Christina kann nicht sprechen. Ja, ich muss sagen, ich war auch verstört, als ich die Szenen gesehen habe. Und ich weiß nicht, wieso sie nicht sprechen kann. Also vielleicht ist es ein bisschen schwieriger, mit dickeren Lippen zu sprechen. Ich weiß es nicht, habe ich nie gehabt. Packt außen, es juckt sie gar nicht. Guck mal, ich bin der Big Boss hier im Haus. Das hört sich scheiße an, aber ich bin halt der alte Hase hier. Ja, aber dann darfst du gerade bei sowas erst richtig und rein. Und wenn ich zu reden habe, hat jeder sein Maulteil. Punkt. Sie hat definitiv ein neues Level von der Assi-Göre erreicht. Aber die Wahrheit ist doch nur, sie wurde vergessen. Instagram läuft nicht mehr so gut und sie braucht die Medienpräsenz, um dann ihre Botox-Geschichten weiter zu verkaufen. Und gerade diese Weiber, das sind Opferweiber. Ich muss sagen, ich bin die krasseste hier. Das hört sich sehr arrogant an, aber es ist leider Real Talk. An alle jungen Mädels, die da zuschauen, bitte werdet nicht wie sie. Werdet einfach bessere Menschen. Sie sollen froh sein, dass sie mit mir in einem Format teilhaben können. Ich bin auch sauer zwischendurch. Ja, weil ich nicht reden kann und das macht mich sauer, Alter. Oh. Anne, komm. Also weiß sie selber, dass sie nicht reden kann, aber beschuldigt andere, weil sie sie verarschen. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Schwierige Braut. Wo ist meine Whiskyflasche? Haben nächstes Mal bei Temptation Island VIP. Mann! Dreckige F***. Kleine hässliche F***. Aber so Kopfgefühl wusste ich echt nicht. Ja, das erste Lagerfeuer in Folge Nummer 3. Es scheint wirklich doch eine krasse Staffel zu werden. Wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, was ich euch unbedingt raten würde, könnt ihr gerne den Kanal da oben abonnieren. Hier oben werde ich noch AYTO verlinken, hier unten das Sommerhaus der Stars, die ganze komplette Staffel. AYTO kommt morgen nämlich schon das Finale und dann sehen wir uns demnächst, beziehungsweise bei AYTO. Alles Liebe und ciao, ciao!